Das ist der Hadith von Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, wie er hier sagt. Das sind zwei Verwandte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagt er hier, radiyallahu anhuma. Richtig? Radiyallahu anhuma ist die Dualform des Pronomens. Das ist einmal der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Abu al-Abbas, und einmal sein Cousin, Ibn Abbas. Ibn Abbas radiyallahu anhu gehört zu den jüngeren Sahaba, also zu den sogenannten kleinen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ist nämlich circa drei Jahre vor der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam geboren, und zwar genau in dem Moment oder in den Tagen, in denen die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit ihm eingekesselt worden sind. Ihr wisst, es gab ein Ereignis, das nennt man Al-Hisar. Da wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Banu Hashim eingekesselt und belagert, boykottiert in jeglicher Hinsicht, sozialer Boykott, das heißt, sie haben die Leute, die Muslime und die Nicht-Muslime, die sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschlossen haben im Sinne der Unterstützung und der Förderung und des Schutzes. Die Banu Hashim, einige der Banu Hashim. Und sie waren dann also in diesem Boykott und dieser Belagerung, da haben sie sie komplett gemieden. Es wurde nichts mehr reingelassen, also Nahrungsmittel und so weiter. Jeglicher Kontakt wurde unterbrochen, Handel wurde untersagt. Und in diesem Jahr, das war circa drei Jahre vor der Hijra, in diesem Jahr ist Ibn Abbas radiallahu anhu in dieser Phase der Einkesselung geboren. Drei Jahre vor der Hijra, das heißt, wie alt war er, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben war? Wie alt muss er ungefähr gewesen sein? 13 Jahre. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, war Ibn Abbas 13 Jahre alt, also wirklich sehr jung. Und deswegen nennen wir ihn von den Sirar, wir nennen sie diese Art von Sahaba. Sie werden genannt Sirar Sahaba, die kleineren Sahaba. Kleineren Sahaba im Sinne des Alters. Es ist interessant, dass Ibn Abbas so jung war, aber dennoch viel Interesse des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewonnen hat. Viel Interesse und auch viel Zuwidmung. Ihr kennt den bekannten Hadith. Berühmt und bekannt, der Hadith ist auch in dem 40 Hadith der Nawawiyyah, ich weiß gar nicht, ob wir den schon gemacht haben bis jetzt. Darin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Abbas, er sagte, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Junge, ich will dir einige Worte beibringen. Ihfazillah, yahfazk. Ihfazillah, tajidhu tujahk. Bewahre Allah, er wird dich bewahren. Bewahre ihn, du wirst ihn vor dir finden. Vor dir auf ihn. Bewahre Allah, yani, was heißt das? Yani seine Religion. Du kannst Allah Ta'ala nicht bewahren in diesem Sinne, dass du ihn beschützt und behütest. Sondern damit gemeint, das ist ein metaphorischer Ausdruck, bewahre seine Religion. dieser Hadith von Ibn Abbas, der ist wirklich herrlich und sehr gewaltig. Darin sagt der Prophet, was sind dann auch zu ihm? Und man muss vor Augen halten, dass Ibn Abbas ein kleiner Junge war. Wenn er 15 Jahre alt war, als 13 Jahre, als der Prophet gestorben ist, dann muss man sich natürlich fragen, wie alt war er, als er ihm diese Worte gesagt hat. Er sagte, und wisse, wenn sich die ganze Menschheit vereinigt und einigt, um dir einen Nutzen zu gewähren, um für dich nützlich zu sein, sie werden es nicht tun, es sei denn, dieser Nutzen steht dir zu, also es wurde dir für dich festgeschrieben. Und wenn sie sich vereinigen und versammeln, um dir einen Schaden anzurichten, so werden sie es nicht vermögen, es sei denn, es ist etwas, das für dich festgelegt worden ist. Und dann sagte er, Rufi'at al-Aqlam wa jaffat al-Suhuf, die Stifte sind bereit, sozusagen, wie sagt man? Erhoben. Yani, in unserer Zeit würde man sagen, man hat den Stift sozusagen
gesagt, man hat den Deckel zugemacht oder man hat den Stift wieder verschlossen. Es wird nicht mehr weitergeschrieben. Also damit will er einfach sagen, die Sache ist beendet. Die Sache ist bereits beendet und das Papier ist getrocknet. Das Papier ist getrocknet. Und dann sagt er, die Geduld, der Sieg kommt mit der Geduld. Und Erleichterung kommt mit Erschwernis. Dass jeder einzelne Satz in diesem Hadith ist ein, ja, wie Sie sagen würden, eine Madrasa. Jeder einzelne Satz ist eine ganze Lebensphilosophie, wenn man das so bezeichnen kann. Jeder einzelne Satz ist eine Lebensweisheit und Lebensphilosophie, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen kleinen Jungen mitgibt. Und diese Worte haben auf Ibn Abbas Einfluss gehabt. Ibn Abbas ist dann später zu den einflussreichsten Menschen herangewachsen. Einflussreichsten Menschen. Trotz seines kleinen Alters hat Umar ibn Khattab in seiner Amtszeit ihm Priorität gegeben gegenüber anderen älteren Sahaba, was sie teilweise verärgert hatte. Das hatte sie verärgert, denn sie haben sich darüber geärgert, dass Ibn Abbas im Alter ihrer Kinder ist. Ja? Sie haben auch Kinder. Sie haben auch Kinder. Warum präferiert Umar diesen kleinen Jungen? Abdullah ibn Abbas. Umar ibn Khattab hat ihn dann aber durch Exempel gezeigt, warum er ihn präferiert, indem er diverse Fragen gestellt hatte und damit die Intelligenz und die Scharfsinnigkeit von Ibn Abbas sozusagen demonstrierte. Ibn Abbas ist auch bekannt als der Mufassir des Koran. Turjuman al-Quran nennt man ihn, der Mufassir des Koran. Und auch das ist ein Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Er sagte nämlich, pflegte nämlich zu sagen, Allahumma faqihhu fi d-din wa allimhu al-hikmata wa al-ta'wil. O Allah, lehre ihn in der Religion und unterrichte ihn im Ta'wil. Wisst ihr, was der Ta'wil ist? Ja, in die Deutung des Korans. Die Deutung des Korans. Einfach die Deutung und Erklärung. Hat also nichts mit dem Ta'wil zu tun im Sinne von der Uminterpretierung eines offensichtlichen Textes zu einer nicht offensichtlichen Bedeutung. Das ist der Ta'wil bei den Usul-Gelehrten. Und später bei den Mutakallimun. Jedenfalls, Ibn Abbas hat ca. 1600 Ahadith überliefert. 1600 Ahadith, verteilt in den Büchern der Sunan. Und er ist gestorben in Ta'if. Ta'if ist euch bekannt. Er ist in der Nähe von Mekka, ne? In der Nähe von Mekka, naam. Und zwar im Jahr 58 nach der Hijra. Im Jahr 58 nach der Hijra. In der Khilafa von Zubayr, Ibn Zubayr.